Was ist denn da vorne? Holla, was macht die denn? Hallo! Langsam. Genau, wir haben einen Koffer an der Decke. Was ist denn los? Mark, was ist denn los? Sie müssen so nah wissen. Was denn Mark, los? Ist das Ihr Blut? Ist das Ihr Blut? Kommen Sie mal her. Oh, guck mal, die hat auch ganz schöne Hämatome hier am Oberarm. Setz dich mal hin kurz. Runter. So, genau. Und jetzt erklären Sie. Sofort zum Mark ins Haus. Wer ist denn Mark? Blut. Wer ist denn Mark? Wer ist Mark? Wo? Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Du gehst rein, ich glaube, hey, hast du schon mal Notarzt? Rettungswagen. Ist das Ihr Blut? Ist das Ihr Blut? Haben Sie irgendwo Wunden? Ja. Polizeihauptkommissar Paul Schwarz macht sich sofort auf die Suche nach dem verletzten Mann, während sich Polizeikommissarin Sabrina Wildschrei um die 17-Jährige kümmert. Diese ist traumatisiert und noch nicht vernehmungsfähig. Hallo! Eieieiei. Hallo! Sabrina! Ja, Paul? Hier oben im Badezimmer liegt der Mark, nehme ich an. Starke blutende Kopfwunde. Der RTW ist schon unterwegs. Wenn die Kollegen kommen, schicken Sie mir bitte sofort jemanden hoch. Im Badezimmer des Hauses muss sich ein Drama abgespielt haben. Der Mann ist schwer verletzt, möglicherweise durch die junge, unbekleidete Frau oder durch eine dritte Person. Eine Verwandte der jungen Frau kommt hinzu. Hallo? Schönen guten Tag. Wer sitzt da drin? Wie heißt das Mädel? Sophie? Kennen Sie denn das Sophie? Sophie, was ist mit dir? Sophie? Du bist ja voller Blut. Im ersten Moment sind wir schon irgendwie von einem Gewaltverbrechen ausgegangen mit dem vielen Blut. Also muss auf jeden Fall irgendein Unfall stattgefunden haben. Ist jetzt in dem Moment noch egal, ob es absichtlich war oder unabsichtlich, aber es muss auf jeden Fall schon was Größeres passiert sein. Wer sind Sie? Ich bin Anke Bertram. Ich bin die Tante von der Frau Sophie. Frau Bertram. Und Sophie lebt in einem Haushalt mit mir, also zumindest dann, wenn ihr Vater auf Montage ist. Da, wo sie jetzt eben uns gerade halbnackt entgegenkam. Genau, halbnackt kam sie. Ja, wir haben ihr nur noch die Decke übergelegt. Sie hat also nur ein Badetuch umgebunden gehabt. Und mein Freund? Ist das der Marc Tetschler? Ja. Tetschler? Was ist mit Marc? Marc liegt da oben bewusstlos im Badezimmer auf dem Fußboden. Gucken, ob es ihm gut geht, bitte. Die Rettung ist oben, der Notarzt ist dabei, bitte. Es ist so eng da oben. Aber kann ich gleich zu ihm? Sie können sofort, wenn die Kollegen Grünes nicht gegeben haben. Es geht ihm nicht gut. Er ist nicht ansprechbar, er hat eine Platzwunde am Kopf, sehr viel Blut verloren. Ist nicht ansprechbar, ohnmächtig. Oh Gott. Die Kollegen, was vorgefallen ist, wissen wir nicht. Sie kommen uns auf der Straße mit blutigen Händen entgegen. Was ist jetzt mit ihr? Also ich weiß überhaupt nicht. Wir wissen es auch nicht. Wir tappen genauso im Dunkeln wie Sie jetzt. Ich habe hier gerade nur einen Anruf. Also ich habe einen Anruf von eine Sprachnachricht bekommen. Ich spiele Ihnen die einmal kurz ab. Und dann habe ich sofort meinen Arbeitsplatz verlassen. Ja. Und bin hierher gekommen. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, die Sprachnachricht. Machen Sie mal. Tante Anke, du musst sofort nach Hause kommen. Es ist was Schreckliches passiert. Du musst bitte sofort nach Hause kommen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Das ist die Sophie. Genau, das ist meine Nichte. Die Ermittler bitten die Tante, den Vater des Mädchens zum Tatort zu bestellen. Paul Schwarz und Sabrina Wildschrei wollen mehr über die Verletzungen der 17-Jährigen erfahren. Also sie ist momentan, steht völlig unter Schock. Ja. Und ich habe sie jetzt gerade mal eben kurz Bodycheck gemacht, untersucht. Sie hatte keine großen Verletzungen, aber sie hat halt ein riesiges Hämatom auf dem Oberarm. Das habe ich vorhin schon kurz irgendwie gesehen. Handabdruck. Wenn jemand hier krascht haben muss. Ja. Darf ich bitte einmal kurz wieder zu Sophie? Ich habe jetzt angerufen, also der Papa Schock ist verständigt, der kommt hierher. Ja, warte noch mal einen Moment kurz. Ja, dann gehe ich noch mal rein und spreche noch mal mit ihr. Ne? Nicht, dass da irgendwie zu einem... Das sieht da nicht nach einem Unfall aus. Ja. Ich glaube, ich rufe mal am besten über Egon die Grippe und die Schmusi. Gell? Die Streifenbeamten halten einen sexuellen Übergriff durch den Onkel für wahrscheinlich. Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer und Kriminalkommissar Kai-Uwe Kadagis übernehmen den Fall und verschaffen sich zunächst einen Überblick. Mittlerweile ist auch der Vater der 17-Jährigen vor Ort eingetroffen.
Entschuldigung, kann ich da mal zu? Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin Schäfer, Kripo Duisburg. Wir sind hier im Einsatz. Wir würden mit Ihrer Tochter ganz gerne einmal alleine reden. Könnt ihr einmal die Personalien aufnehmen? Warum kann ich jetzt nicht zu meiner Tochter? Weil wir zuerst da dran müssen. Wir müssen erstmal unsere polizeilichen Maßnahmen treffen. Okay, jetzt erzählen Sie mir doch noch mal ganz genau, was passiert ist. Ich wollte duschen gehen. Ja. Und dann musste ich noch mal runter. Und dann hat er angefangen, mich anzutatschen. Und dann bin ich eben hoch, weil ich halt schnell duschen wollte. Und ich wollte mich im Badezimmer einsperren. Und dann hat er mich halt wieder bedrängt. Und dann habe ich ihn niedergeschlagen. Aber ich wollte ihm nicht wehtun. Ich wollte nicht, dass er sich verletzt. Bei der Befragung von Opfern einer Straftat ist es natürlich für uns immer wichtig, dass wir uns möglicherweise in diese Gefühlswelt einversetzen können. Also dass wir vielleicht bei einem Opfer einer Sexualstraftat anders agieren als bei einem Opfer von einem Einbruch. Beide sind natürlich belastet, aber wenn es um eine sexuelle oder um die Verletzung der sexuellen Integrität geht, ist natürlich besonderes Feingefühl gefragt. Und da gibt es auch bei uns ganz spezielle Ausbildungsinhalte, wo wir dann für genau solche Situationen eben geschult und ausgebildet werden. So, da sind Hämatome. Wo kommen die her? Von Marc. Marc soll die Hämatome, wann hat er, die sind ja relativ frisch, lassen Sie mal sehen. Was sagt ihr dazu? Das sind frische auf jeden Fall. Das also sind ganz frische. Hämatome und am Oberarm ist ein kompletter Handabdruck drauf. Alleine in Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2016 mehr als 2300 Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen polizeilich erfasst. Die ersten Ergebnisse der Spurensicherung deuten jedoch darauf hin, dass die Aussage der 17-Jährigen nicht der Wahrheit entspricht. Wir haben hier einmal einen Fußabdruck gefunden im Haus, den haben wir auch gesichert. Ja. Was interessant ist, ist ungefähr Größe 40. Größe 40? Und es ist im Haus kein Schuh mit Größe 40 gefunden worden. Also wir gehen davon aus, dass der Abdruck jetzt nicht unbedingt aus jemanden oder von jemandem aus dem Haus ist. Das ist ein sehr auffälliges Profil. Sieht nach einem Sportschuh aus. Irgendwie Sportschuh. So in die also ein Sportschuh, ja, alles klar. Okay. Alles Weitere können wir erst im Labor machen mit Vergleichsmustern. Könnt ihr das einmal abfotografieren und mal Richtung Leitstelle machen? Vielleicht haben die ja schon mal irgendwie. Kein Problem. Okay. Ja, genau. Das Zweite war, wir haben größere Glassplitter mit Blutanhaftung gefunden. Ja. Sieht für mich aus, großes Glasgefäß, großer Trinkbecher, Vase etc. Irgendwie sowas. Ja. Ne? Blutanalyse haben wir natürlich noch nicht. Nee, das von wem stammt, wissen wir noch nicht. Die Kripo-Beamten müssen nun ermitteln, wer die dritte Person ist und was sie mit der Gewalttat zu tun hat. Fraglich ist, warum die 17-Jährige der Polizei nichts davon erzählt hat. Sophie ist weg. Wieso ist die Sophie weg? Ihr habt die nicht entlassen oder irgendwas? Gar nicht, ne? Nein, die saß im RTW. Die sollte noch untersucht werden von dem Rettungsassistenten. Die hat sich gerade abgemacht, wie die Kollegen hier mit dem Mittel. Tut mir bitte den Gefallen. Einmal eine Fahndung rausschicken, weil die ist noch psychisch angeschlagen, weil weiß, wo die vorläuft. Was sie anhat, wisst ihr ja, roten Jogginganzug, rote Hände. Ja, währenddessen, dass wir uns den Tatort angeschaut haben und mit den ganzen Beteiligten noch mal gesprochen haben, kam mit einmal die Mitteilung, dass das Mädchen im Grunde aus dem RTW verschwunden ist. Wie das passieren konnte, konnten wir uns auch nicht erklären. Hattest du nicht noch in seiner Hosentasche was gefunden? Ja, Mensch, natürlich. Was hattest du in der Hosentasche bei ihm gefunden? Nein, das hat er mir doch. Wir haben ein Handy gefunden. Das Handy und Personalien. Guck doch mal. Pass mal auf, guck da einfach rein. Ist es an? Ja, na, wie machen wir? Wollen wir jetzt noch einen Richter anrufen oder was? Das ist völlig wurscht. Nein, wir müssen ja wissen. Wir einfach so. Bei dem ist Lebensgefahr, guck einfach rein. Das ist jetzt eine Gefahrenverzug. Da können wir zumindest gucken, wer als Letzter angerufen hat. Die machen sich ab, die bringen jetzt in die Städtischen. Ne? Ja, erzähl. Was ist das? Ich hab hier das Letzte, was hier passiert ist. Warte mal, da steht das. Wir haben hier einen Chatverlauf. Ja, dieser Chatverlauf, den wir hier gefunden haben auf seinem Handy, war ganz eindeutig. Er hat sich mit der Sophie unterhalten und hat ihr im Grunde genommen klargemacht, er muss irgendwie Zeuge gewesen sein eines Vorfalls, den sie auf der Straße mit anderen Mädels begangen hat. Und hat sie im Grunde genommen dazu aufgerufen, das Ganze bei der Polizei wieder in Ordnung zu bringen. Das ist der Chatverlauf, den wir hier haben. Sie hat im Grunde genommen darauf nicht reagiert und hat gesagt, nein, will sie nicht, lass mich in Ruhe. Und am heutigen Tag muss es wohl zu einem Kontakt gekommen sein im Haus, wo sie sich über den Weg gelaufen sind. Und er hat es wohl noch mal probiert. Ja, und was dann passiert ist, das wissen wir nicht. Zeigt der Polizei das Video? Ja. Ist ein Video da? Muss ich mal gucken. Also das muss ich mal sehen. Ich muss jetzt mal ein bisschen suchen. Hier irgendwo. Also nicht mit sexuellem Übergriff. Das ist eine völlig neue Variante. Ja. Was denn? So, guck mal. Genau. Zurück. Guck mal hier jetzt die. Was machst du?
auf jeden Fall rausgeworfen aus dem Hof. Ja. Und der sagt doch ganz Sophie. Der aber, das ist mehr als eine Person. Mädels. Es sind drei Mädels. Haben die den da jetzt rausgeschmissen? Hol mal die Tante, hol mal die Tante her. Ja, die Sophie ist, ja weg, aber die Tante ist ja noch da. Ja. Den Ermittlern ist nun klar, der Onkel der 17-Jährigen wurde offenbar Zeuge und filmte den Angriff mit seinem Handy. Möglicherweise hat er sogar seiner Freundin von dem Vorfall erzählt. Was machen wir? Das ist ja Sophie mit dabei und ihre Freundinnen. Welche Freundinnen? Das sind hier, Lilly und Hammer sind das. Lilly und? Und die lassen den Rollstuhlfahrer einfach liegen und klauen. Ich kann es nicht fassen. Wer? Und Sophie ist damit. Sowas macht Sophie eigentlich nicht. Wer ist Lilly? Lilly und Hannah. Mhm. Das sind zwei Freundinnen von der ja. Sophie. Die hat sie hier im Freizeitheim kennengelernt, erst vor ein paar Wochen. Pass auf, wir haben die Anruferin, die anonyme Anruferin, ausfindig machen können. Es handelt sich hierbei um eine Lilly Wegener, wohnhaft in der Ottostraße 21. Das ist die Lilly, die hier. Das ist sie, richtig. Und Zufälle gibt's, gell? Was für Zufälle? Über die Lächel haben wir die Information bekommen, dass es da einen Anrufer gab, der ja eigentlich versuchte, anonym anzurufen. Aber es ist halt so, dass bei Polizei und Rettungsdiensten, selbst bei unterdrückter Nummer, diese Nummer angezeigt wird, damit im Notfall möglicherweise sofort Hilfe zu dieser Person geschickt werden kann. Sie wird dann nämlich über die Nummer lokalisiert. Ja, vor allen Dingen wichtig ist auch, dass man uns nicht veräppelt und uns irgendwo hinschickt, wo gar nichts ist, sondern wir wollen auch dann wissen, wer es war, wer uns hier im Grunde genommen den Spaß gesendet hat. In diesem Fall war es aber kein Spaß. In diesem Fall war es eine Lilly. Und diese Lilly ist bekannt, weil sie ist eine Freundin von der Sophie. Und da fahren wir jetzt hin. Ganz genau. Sie können wieder rein, Sie können wieder abschließen. Okay. Und wir fahren in die Ottostraße 21. Alles klar. Zu dieser Lilly. So, so. Genau. Ja. Okay, perfekt. Okay. So machen wir das. Ja, okay. Ja. Gut. Kriminalkommissar Kai-Uwe Kadagis und Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer vermuten, dass die Freundin ebenfalls im Haus war. Möglicherweise hat sie etwas mit dem Angriff auf den Onkel zu tun oder weiß, wo sich die 17-Jährige aufhält. Vor Ort wird klar, dass die Gesuchte in akuter Gefahr schwebt. Ich schnapp mir den Motorradfahrer, okay? Hey, stehen bleiben, Polizei! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Komm, Mädel, bleib hier! Komm mit! Wo sollst du denn hingehen? Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ja, ganz geil, Herr. Nichts gemacht. Sophie! Sophie! Polizei! Wie geht's dir? Wie geht's dir? Was ist passiert? Sophie! Die Ermittler haben herausgefunden, dass die Jugendlichen die vermisste 17-Jährige in ihrer Gewalt hatten. Offenbar wollten sie ihr eine Lektion erteilen. Ich sage total bescheuert! Seid ihr bescheuert? Wollt ihr mich umbringen oder was? Ich kann nur lachen, bleib hier ganz ruhig bei mir bleiben. Ganz friedlich. So, Sophie, kleh mich dann bitte mal auf, was hier Sache war. Komm, kleh mich mal auf. Marc hat mich nicht angefasst. Und ich war es auch nicht, die ihn niedergeschlagen hat, sondern Lilly war es. Ganz ruhig. Erzähl, wer war das? Lilly hat ihn niedergeschlagen, nicht ich. Lilly und er ist hat mich auch nicht, er hat mir überhaupt nichts getan. Da ist Lilly. Und, was spielt er für eine Rolle? Keine Ahnung, was das für ein Otto ist. Wer ist denn das überhaupt? Der Vater und die Tante sind der Polizei zum Einsatzort gefolgt. Ohne das Eingreifen der Polizei wäre das Mädchen Opfer einer äußerst brutalen Tat geworden. Pack aus. Komm, sag's einfach. Sie haben mich hinter das Motorrad gebunden und wollten mich damit durch die Stadt ziehen, weil sie mir Angst einjagen wollten, weil ich mit der Polizei gesprochen habe. Dabei habe ich nichts gesagt. Aber jetzt werde ich was sagen. Lilly war es, die den Marc niedergeschlagen hat. Okay. Was? Und wer hat den Marc wieder nach oben geschleppt? Johnny war das. Ja. Ach was. Ach. Wie soll sie das denn schaffen, so ein kleines Persönchen? Kräftig genug ist er wohl. Alles klar. Genau. Also die Tat ja schon mal bereinigt. Und wer ist auf die Idee gekommen, den Rollstuhlfahrer zu überfallen? Lilly und Hannah. Okay. Die fanden das besonders witzig, einem hilflosen Menschen zu helfen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist daran lustig? Hast du dir den mal angeguckt, wie der aussah? Der hat einfach sowas verdient. Punkt. Total daneben. Unmöglich. Unmöglich, wirklich. Wir schaffen das schon. Und als Marc dann das gefilmt hat, dass wir, oder beziehungsweise die beiden, ich war ja noch nicht mal wirklich daran beteiligt, den Rollstuhlfahrer eben gemobbt haben und ihn aus seinem Rollstuhl geschubst haben, dann hat Marc das eben gefilmt. Und die beiden haben mich erpresst und mich bedroht, wenn ich nicht dafür sorge, dass Marc die Schnauze hält, dann. Okay.
geht Kannst du mir bitte mal sagen, warum du das mit den beiden machen wolltest? Wolltest du den imponieren oder was hattest du vor? Ich wollte einfach dazugehören. Aber du siehst selber, dass das keine Freundschaft ist, oder? Ich dachte, die wären cool. Ich wusste ja nicht, dass das so eine kriminellen Alten sind. Mhm. Hast du daraus gelernt? Ja. Straftaten haben wir hier natürlich folgende. Wir haben zum einen die ganzen Geschehnisse rund um die Körperverletzung zum Nachteil desjenigen, der dort in seinem Badezimmer lag. Wir haben natürlich hier auch das unbefugte Betreten dieses Hauses durch denjenigen, der da jemanden getragen hat. Hier vor Ort haben wir die Körperverletzung, wir haben hier die Freiheitsberaubung, wir haben hier möglicherweise den Versuch einer schwereren Straftat. Da müssen wir aber noch mal ganz genau ermitteln, inwieweit hier auch schon der Tatentschluss gefasst wurde, mit diesem Motorrad eben zu starten und jemanden damit quasi über den Asphalt zu schleifen. Das müssen die weiteren Ermittlungen quasi ergeben. Aber man kann davon ausgehen, dass es hier nicht nur mit einem Dudu oder mit einem bloßen Eintrag in die Personalakte bzw. in die Strafakte derjenigen getan ist. Ich glaube, dass es für dich auch eine große Lehre war, dass man seine Freunde nicht aussucht nach dem, was man gemeinsam macht, vor allen Dingen keine Straftaten. Ja? Absolut. Okay. Es werden Jugendschutzmeldungen geschrieben. Außerdem wird der Führerschein des Motorradfahrers sichergestellt. Der Onkel ist mit einer Platzwunde und einer Gehirnerschütterung davongekommen und wieder vollständig genesen.